Liebe Gartenfreunde, liebe Gärtner, liebe Leser, Leser meiner Bücher, liebe Naturfreunde, diesmal habe ich etwas ganz Besonderes für euch und das ist ein praktisches Buch. Ich bin Wolf-Dieter Storl, ich bin Schriftsteller und selbstversorgender Gärtner. Ich habe jahrzehntelange Erfahrung mit Gartenanbau, biologisch Gemüse, Gärtnern. Ich habe das gelehrt an Colleges in Oregon zum Beispiel und lebe auch jetzt noch von den eigenen Kartoffeln und dem eigenen Gemüse. Menschen machen sich zunehmend Sorge um ihre Lebensmittel, um ihre Ernährung, denn zunehmend gerät die Landwirtschaft, gerät die Nahrungsmittelproduktion in die Hände von Großkonzernen. Diese bauen genetisch veränderte Sorten an in Monokulturen. Sie sind unökologisch und letztendlich sogar unökonomisch. Eigentlich kann man alles anbauen, was man so zum Leben braucht. Gemüse, Kartoffeln, Obst. Ohne viel Aufwand, ohne Maschinen, ohne teure Chemikalien. Mit ein bisschen Arbeit. Und viel Freude. Darum geht es in diesem Buch. Ich zeige euch, wie man es richtig macht. Schritt für Schritt. Von der Aussaat bis zur Ernte. Wie man mit den sogenannten Schädlingen umgeht. Wie man die Unkräuter, die Begleitkräuter als Heilpflanzen oder als Wildkräuter erkennen kann und nutzen kann. Welche Wildobstsorten man in die Hecken pflanzen kann. All das wird illustriert von den wunderbaren Fotos von Frank Brunke, der ja bekannt ist als ein begabter Naturfotograf. Seit 10.000 Jahren gärtnern die Menschen. 10.000 Jahre ist eine lange Zeit, da hat sich sehr viel Wissen, ja, man kann sagen Weisheit, angesammelt. Mit einfachen Technologien wurden und werden können die Nahrungsmittel, die wir brauchen, erzeugt werden. Dieses Wissen versuche ich in dem Buch zu vermitteln. Es ist ein Buch für praktische Anwendung. Ein Buch für Laien sowie für alte, gestandene Gärtner. Vielen Dank fürs Zuhören.